Na, endlich. So, das Bett nicht vergessen, immer sehr wichtig. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin will, ehrlich gesagt. Ich würde jetzt ganz gern, wie gesagt, schon was Neues sehen wollen. Dafür, ja, wir gehen einfach mal in diese Richtung, oder? Wir gehen einfach mal in diese Richtung. Und damit steht fest, wir haben nicht die zweite Tulpenwiese gefunden, sondern wir haben. Wisst ihr was? Ich nenne es einfach der Schlund. Eigentlich ist egal. Wir haben es ja eh schon. Das ist alles so dicht beieinander hier. Das wird ein System sein. Und wir gehen einfach mal hier lang. Und das erklärt vielleicht auch, warum wir nichts Abwechslungsreiches sehen, weil wir eigentlich nur am Rande der Biome langgegangen sind, die wir schon kannten. Aber gut, auch das passiert. Und war hier nicht irgendwo diese coole Aussicht auf den Berg? Aber das war wahrscheinlich hier oben weiter oder so. Ich weiß es nicht genau. Ja, wir gehen einfach mal weiter hier hin. Tulpen sammle ich jetzt mal nicht. Die, ah, da ist dieser Lavaberg, genau. Da waren wir da oben. Ich entsinne mich. Sah echt cool aus. Und jetzt erforschen wir mal die Welt ein bisschen weiter. Na, hätte ich das gewusst, wären wir gleich hingegangen. Aber wir haben natürlich auch so die Karten weiter aufgedeckt. Und auch das wird uns natürlich für die Zukunft helfen, um uns. Na, was auch immer das ist. Brauchen tut man es wahrscheinlich nicht. Ja. Was kommt denn Feines? Ja, haben wir schon. Birkenholz haben wir, glaube ich, auch. Ein Setzling auch. Was? Okay. Habe ich euch schon. Wir nehmen auch die Narzissen mit. Das sieht schon fett aus. Das sieht schon richtig, richtig gut aus. Und wir müssen mal gucken, wie wir hier runterkommen. So, so. Und ich glaube so. Und wo sind wir jetzt gelandet? In. Oh, lass mich hier raus. Nee, die will ich gar nicht erst anfassen. Da haben wir dann 10.000 Stück von in den Inventar. Ich glaube, unser Inventar ist übrigens voll. Ich glaube, unser Inventar ist voll und das heißt, wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen. Ja, das war Rucksack Nummer 1. Schmeiß den ruhig weg. Also, ich brauche den nicht. Ja, das kann ja heiter werden, wenn wir zu Hause sind. So, kurze Orientierung. Wasser. Ich habe Öl entdeckt. Ja, schön. Dahin würden wir jetzt zurückgehen, oder? Ja, da geht es ja nur da lang. Hilft uns also nichts. Wir müssen quasi hier entlang. Ist klar. Also im Wüstenbiom genau an der Küste. Alter, was ist das für ein Kackstiel hier, Alter? Das ist ja unglaublich. Ehrlich gesagt finde ich das schon ziemlich cool, aber es ist natürlich hier auch nicht ungefährlich. Rosen könnten wir tauschen, aber
Aha, was wir auch immer einsammeln. Was Neues. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das haben wir schon alles. Ich glaube, diese Seeblätter können wir noch irgendwie mitnehmen. Ich weiß aber nicht, ob wir die abschlagen können oder ob wir die Schere dafür nutzen müssen. Hätten wir aber da, wäre nichts Problem. Was haben wir hier Tolles? Raus. Und ehrlich gesagt, wenn die Seed-Chance so gering ist, lohnt es sich natürlich nicht. Wir können den hier nochmal versuchen, aber wie gesagt, züchten ist das natürlich ein bisschen wenig. So, wir können mal gucken. Zwei Stück haben wir, das ist nicht viel. Wir nehmen den jetzt noch als letzten mit und hoffen da. Aber ehrlich gesagt, bin ich da sehr, sehr skeptisch, dass wir hier ins Ziel kommen. Aber ich glaube, wir haben doch einen bekommen. Ja, das muss jetzt einfach reichen. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Ja, wir wandern hier einfach mal so ein bisschen entlang und ich weiß nicht, ob ich an der Küste bleiben will oder ob ich landeinwärts will. So ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Beides hat sicherlich seinen Reiz. Und wir können ja gucken, ob in der Nähe der Ölquelle noch irgendetwas anderes ist. Und habe ich es eben gerade gesagt, diese Musik von Minecraft, immer wieder schön, immer wieder schön. Höre ich wirklich gern. Ich würde gerne mal ins Öl gehen, aber ich glaube, das ist nicht so gesund, ne? Das überlebe ich wahrscheinlich nicht. Wäre halt mal interessant, aber gut. In Wirklichkeit würde man es ja auch nicht überleben. So, die Welt generiert sich und ich würde sagen, ganz ehrlich, da hinten sind mir zu viele Birken. Wir gehen einfach hier lang. Ist ja auch nicht schlecht da. Zack. Ein Tunnel. Hier sind Grillen. So, Alley-hopp. Alter, gerade noch gesehen. Überall Grillen. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon habe. Wir nehmen sie einfach mal mit. Sie kosten ja nichts, außer ein bisschen Platz. Wildblume sagt mir jetzt auch nichts. Das können wir auch mal mitnehmen, obwohl wir echt von den meisten Sachen, die wir finden, alles haben. Ich würde ganz gern mal so außergewöhnliche Sachen haben. Das wäre mal ganz cool. Wenn wir da mal Sachen finden, die wir noch nicht haben. Also wir haben jetzt, glaube ich, eine Birne gefunden und so. Das ist schon ganz nett für einen Birnbaum. Aber ich hätte natürlich auch nichts gegen. Was bist du denn? Okay. Gegen Kaffee oder. Keine Ahnung, das Bananen oder sowas. Das wäre natürlich auch mal was Exotisches. Aber gut, wer weiß, wie lang diese Reise hier sein wird. Und. Ah, das wollte ich gar nicht. Und wer weiß, was ist denn hier los? Wer weiß, was wir auf dieser Reise noch finden werden. Ein Esel. I-oh. Okay, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, aber nur so geringfügig die Befürchtung, dass wir hier ein bisschen auf den Trockenen hocken.
Soll heißen, wir sind auf einer Insel gestartet, die überschaubar groß ist. Aber vielleicht täusche ich mich da auch, aber prinzipiell ist hier ja auch schon wieder Ende. Also nichts Genaues weiß man nicht, aber wie gesagt, so richtig toll sieht das hier jetzt nicht aus. Und ich hoffe so sehr, dass wir auf keiner Insel sind, sondern dass wir gleich irgendwas ganz Cooles entdecken. Ich darf noch nicht schlafen. Hey, die Sonne geht unter. Aha, wenn die Sonne den Horizont berührt, dann ist es Schlafzeit. So, das dürfen wir nicht vergessen. Haben wir, wunderbar. Dann gehen wir mal rauf und zack, zack, zack. Ja, die Aufnahme geht ehrlich gesagt auch schon, da kommen wir her. Okay. Warum leuchtet das da unten? Warum ist da ein Stein oben und das leuchtet unten? Ist das ein Killerwal gewesen? Das sind Haie. Da ist doch bestimmt was. Also wir könnten uns natürlich ein Boot machen und da mal hinfahren. Ehrlich gesagt, bietet sich das ja an. Ich habe ein bisschen Angst vor. Ist das ein Rochen? Ein Rochen ist hier cool. Was ist das? Ist das Atlantis? Ach nee. So ein Rochen kann auch gefährlich werden. Das sind einfach nur diese Pflanzen irgendwie, die leuchten. Ist ja cool. Aber weil da oben dieser Stift rausguckt, denkt man ja, dass da wirklich irgendwas ist. Da ist auch irgendwas. Irgendwas ist da. Ich schreibe da mal Atlantis hin, ne? Ich schreibe hier mal Atlantis hin. Einfach nur, damit wir wissen, wo bin ich überhaupt. Da ist was. Und da brauchen wir ein neues Symbol. Und das, was nehmen wir denn da? Es ist eine Geschichte. So, und weiter geht's. Ja, das möchte ich auf jeden Fall mal erforschen. Da sind bestimmt spannende Sachen, aber wie gesagt, dafür sind wir noch nicht so weit. Da müssten wir mal gezielt dahin gehen. Ja, kack ruhig auf mir drauf. So ein Pferd müsste man auch mal tamen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie das geht. Ich glaube, man musste da irgendwie Äpfel nehmen oder Karotten. Karotten hätten wir, glaube ich, sogar dabei. Aber wie gesagt, zu 100% sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, einen Sattel braucht man auch noch. Den haben wir, glaube ich, allerdings nicht. Ich gehe hier mal ein bisschen weg vom Wasser. Einfach nur, um mal ins Inland zu gucken, was es hier Tolles gibt. Ja, das ist. Oh Gott, das ist so trostlos, was wir hier gefunden haben. Das ist. Ich bin ja schon fast gewillt. Also die Startposition war mega. Also die war echt mega. Also da kann man sagen, was man will. Sieht richtig toll da aus in dieser Bucht. Aber dann verließen sie uns. Schlucht. Ja gut, das mit diesen Tulpen muss ich sagen, ist auch noch cool. Okay, das würde ich halt auch noch sagen. Das ist auch noch cool. Diese riesen Tulpenwiese war ein bisschen beeindruckend. Aber wie gesagt, jetzt laufen wir schon wieder zurück. Ich befürchte fast, wir sind auf einer kleinen popligen Insel. Und dann ist die Frage, sollten wir einen neuen Spielstand anfangen oder sollten wir durchs Netherportal gehen und gucken, wo wir rauskommen und woanders weiterspielen und wir hätten die Verbindung zu dieser Welt. Ich bin ein bisschen unentschlossen, denn
Ja, so viel zu bieten hat diese Welt nicht. Ja, das ist schön bunt, aber ehrlich gesagt, ich glaube, ab dem Tag, wo ich sie anschlage, sind sie weg. Ich müsste die Schere nehmen, die will ich jetzt aber nicht rausholen, so wichtig ist es auch nicht. Und hier fängt der Fluss wahrscheinlich an. Noch ist keine Strömung da. Sein Wasser zu speien. Zu speisen, wollte ich sagen. Zu speien, ist klar. Ja, das ist. Oh, manchmal wünschte ich mir echt, ich würde ein bisschen mehr warten. Und nicht einfach drauf losrennen. Aber ich bin doch so neugierig. Entdecken wir noch Neuland überhaupt? Entdecken wir überhaupt noch Neuland? Also bis jetzt sind wir wieder, jetzt sind wir wieder hier quasi, wo die große Schlucht war. Also wir haben uns nicht weit entfernt bis jetzt. Und diese Bäume werde ich jetzt definitiv nicht abholzen. Und auf Höhlentour wollten wir jetzt auch nicht gehen. Das können wir wann anders machen. Hier gibt es kleine Schäfchen. Ich will ein Wüstenbiom. Ein Wüstenbiom. Versteht das denn keiner? Ich will doch nur Wüste. Ich bilde mir nämlich nach wie vor einfach ein, dass da wirklich, ja, so Wüstenpaläste und sowas sind, was es so sonst nicht wirklich scheinbar gibt. Oder ich einfach nur Pech habe. Das kann natürlich auch sein. Nichts Genaues weiß man da nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir nehmen mit. Es sieht lustig aus. Wie, was, wo, voll? Jetzt schon? Ich weiß, dass wir das eine oder andere schon in der anderen Tasche haben, aber wie gesagt, darum geht es jetzt ja nicht. Ja, macht da keinen Schweinkram. Da wäre noch so ein Bienennest, aber da haben wir, glaube ich, schon zwei Bienen da. Und was ist das hier? Marmor. Marmor, Stein und Eisenhecht. Wir nehmen es einfach mal mit. Eieiei, ist das hier? Eieiei. Ein bisschen unwegsam, wollte ich gerade sagen. Was stelle ich mich denn so an? Ja, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 hier hoch, Möglichkeit 2 da rein. Ach komm, hier ist jetzt keine große Höhle, oder? Ist ja krass. Nein, das ist keine große Höhle. Alter Falter, ich wollte keine Höhlentour machen. Es wundert mich auch, dass hier keine Zombies sind. Das war's aber auch schon. Das war's auch schon. Also wirklich unspektakulär. Hier hätten wir ein bisschen Deroite. Das könnten wir mal mitnehmen. Das haben wir noch nicht. Das nehmen wir mal mit. Eisen können wir auch gebrauchen. Kohle. Pff.
Ja, komm, wir haben 1 Million. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich brauche aber Deroide. Also eigentlich brauche ich es nicht. Aber es ist ein Farbakzent, also von daher gern gesehen. Ich weiß noch nicht, was wir damit machen werden. Prinzipiell ist das ja auch egal. Na, jetzt aber. Das hat aber gedauert. Ja. Ah, ja. Meine Güte, willst du mich jetzt veräppeln hier oder was? Warum komme ich jetzt nicht hoch? Ja, war unspektakulär, ne? Das kann man so sagen. Wie viele Gesteinsarten? Das gibt es unglaublich. Ah, wir haben nachts. Ich höre ein Skelett, das ist schlecht. So, und da müssen wir mal gucken. Hier hätten wir auch noch ein bisschen Deroide, aber wie gesagt, so wichtig ist das jetzt nicht. Und eigentlich wollten wir ja da durch. Ganz ehrlich. Was soll's? Wir buddeln uns hier einfach durch. Ich glaube, das ist schneller als diesen Berg zu ersteigen. Als zu B steigen wahrscheinlich eher. Hier könnten wir dann vielleicht noch ein, zwei Fackeln hinmachen. Da sind wir auch schon durch. Ratzfatz ging das.